was bisher geschah. Aber wieso war da ein Mädchenschal in dem Dings drin? Booyah! Oh Gott, du blöde... Und so geht es weiter. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Life is Strange. Episode 3 und es geht weiter. Oh oh, wir brechen in die Schule ein. Ich habe ja schon mal angemerkt, dass es keine gute Idee war. You know it. Oh ja, und wir machen mit einem iPhone Licht. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted like you did with the weed. Trotzdem nicht smart. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. Kannst du mal aufhören, in Stepshit zu nennen? You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on. One more door and our work here is done. Yeah. One more door and we have a problem more. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Blah, 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 blah. Only a total phony would wear a crappy hat like that. I feel bad for the twee hipster who lost this beret. I bet he's cute. A hipster? Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Oder der frisst... Macht der einen auf Daryl? Ja, Chloe, was ist jetzt? That's it. Die Tür ist zu wahrscheinlich, oder? What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit. Like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking. Thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key. Just in case. Yes, I could. Ich hab mich schon umgeguckt. Oh, so. Nothing here. Dead end. Chloe, du bist der schlechteste Einbrecher, den ich kenne. Boring. Max, musst du immer zu jedem Mist einen Kommentar abgeben? Crap. Wer weißt du das? Du hast noch gar nicht reingeguckt. Da könnten Nacktbilder drin sein von Professor. Here are the keys. None for the principal. Bla bla bla. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey Warren, you busy? Mitten in der Nacht. Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, 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 stay. We need you as backup.
Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the hope. Oh, Chloe, ey, sei nicht schon wieder. Die hat schon wieder so eine Eifersuchtsbild gehabt. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? Sugar, soda. I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Okay. Wir brauchen. Bla 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 bla. Okay. Zucker, eine Soda, also eine Dingenskirchen, Duct Tape, Sodiumchlorat, ja. Mein Vater ist eine Arschkuh, der hat mir noch kein einziges Mal. Doch, ein einziges Mal hat er mir geschrieben. Toll. Du bist der beste Papi Warren der Welt. Is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Im Klo werde ich wohl keine Soda finden. Aber vielleicht finde ich sie im Sodaspender. Kann ich da dagegen kicken? Release the Kraken. Oder so. Ich schmeiß einfach Geld rein. It's all mine anyway. Only three more items to go. Es ist irgendwie creepy in der Nacht in der Schule rumzugammeln, oder? Gross. I hate that formalin smell. An A minus? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Uh-huh. Nee. Ooh, sugar. You're halfway home, Max. Ich ändere nicht die Note. Ich meine, hat ja eh eine gute Note bekommen. Nerv mich doch nicht immer hier. Ich versuche hier gerade komische Experimente zu machen, du Warren. Ich kann, Max, kannst du nicht den Fuß heben und einfach den Stufe hochklettern? Was ist das? Arschbiologie. Oh, gross. Ah, Arschbiologie. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Kann ich da runtergehen? Ach, da runtergehen kann ich. Wow, ich bin doch. Fällt gar nicht auf, dass ich hier rum denkst. I never said they were great, Troll. So sodium chloride is a weed killer. Ah, Pflanzenschutzmittel. You'd think Warren would have told me that factoid. Ja, wo kriege ich jetzt Pflanzenschutzmittel her? Eventuell im Raum von dem anderen Heini. Ew, gross. At least switch to E6. Ich glaube, der braucht keine. Ah, da oben. Here's the sodium chloride box. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chloride. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Okay.
Only one more ingredient left. Ja, wir brauchen noch dieses Klebeband im Endeffekt. Insektenmittel, Zucker. In noch mehr zuckerhaltiges Zeug rein. Das soll wirklich funzen. So glad you still have your locker, Kate. Jetzt wieder im gleichen. Wieso braucht dieses Klassenzimmer zwei Türen? Richtig, damit es mich verwirrt. Hopp. This is like a scene in a horror film. Ja, komm nur mit so Kommentaren. You can never escape the lighthouse here. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Hat die Bitch tatsächlich ein Bild da davon gemacht, diese andere Tussi? That is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. I thought we used some tape in Jefferson's class last week. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Nathan is an A-Loch. Der hat steifen Arsch, hat der. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Da ist es ja. Erstmal noch gucken. Dieser Mr. Jefferson kommt mir aber irgendwie spanisch vor. The tape is mine. Okay, ich habe momentan irgendwie fast jeden in Verdacht. Das ist now das andere time to Problem. Show Chloe that Max is the bomb. We have to. Wo soll ich das denn bauen? Und wie? Kannst du mir das mal sagen? Zucker und dieses Pflanzenschutzmittel in die Dose rein. Nein. Das in die Dose rein? Was ist das hier? Okay, denn seine Zeichen sind echt ein Arsch. Max! Ernsthaft, wenn du dir Sorgen machst, dass du nicht schnell genug läufst, ne? Also, beziehungsweise, dass du zu laut, zu schnell läufst, dann frag ich mich, wie du das danach verstecken willst, wenn wir die Bombe gebaut haben, Max. Just saying. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Oh, shit. Literally. Yes! Time to blow shit up! Oh, nein. If you'll light the candle. This is so cool. Oh, fuck. Get ready to this haul is not ass. Cool. That's shit of doom. Das ist die dümmste Idee, die ihr haben könnt. Ich jetzt... Oh, scheiße. That was so fucking cool. Oh, we are toast. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do?
reingehen. Zeit zurückdrehen. Ich bin so cool. Wenn jetzt wieder der Alarm losgeht, schrei ich allerdings. Welcome to my domain. Hi. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. Vielleicht ist das seine Art von Geschmack, keinen zu haben. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Soll ich essen? Ich bin doch kein Zombie. Oder ein Kannibale oder whatever. Okay, oh. Sure. Yeah. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Chloe, wir sind wegen wichtigeren Sachen hier. Deductive and shit, Sherlock? Find us some clues about Rachel or Kate or Nathan. Anybody. I'm on the case. Ich hoffe, du kannst hacken. Ich kann es nämlich nicht. Wenn du das von mir erwartest, hast du echt für ein... Oh. Warren! Mit der Nervensäge. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Only two more files to go. I certainly can't use this. Looks like an oil painting spill. Awful. Look at this pile. Tumbleweeds. So, Nathan Prescott's dad is a bully, too. Shocker. Bla 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 bla. Sean Prescott. Ja, ja. Ich habe euch das ja aufgemacht. Ihr könnt euch das dann in Ruhe durchlesen. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. You're not so tacky up close. Piepmatz. Aber der hat nicht diese roten Ordner hier stehen. Oh. I'd drink too if I was the principal of Blackwell. And nothing here. Wenn ich der Principal of... Wowzer, this will so not come in handy. Max. Weißt du nicht, dass es ab und zu mal eine Möglichkeit gibt, dass man hinter Büchern oder in Büchern Sachen versteckt? Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Weird. This asshole has a spotless record. Okay, habe ich ihn Like I'm not gonna read my own personal file. Doch, tun wir. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. I think we found everything in here.
I should go join Chloe now. Ja. Was uns dann im nächsten Part noch so erwartet und ob wir wirklich noch irgendwas Hilfreiches finden. Und anscheinend gehören diese Ordner aber nicht dem Direktor, die wir mal in diesem Abspann gesehen haben. Sehr verdächtig. Wer weiß, sehen wir vielleicht schon im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao.